Marokko bricht die diplomatischen Beziehungen zum Iran ab. Grund ist die mutmaßliche Unterstützung der Separatistenbewegung Polisario, die die Unabhängigkeit der Westsahara fordert. Der iranische Botschafter wurde zum Verlassen des Landes aufgefordert, während der marokkanische Botschafter Teheran bereits verlassen hat. Der Außenminister Marokkos, Nasser Bourita, warf der vom Iran unterstützten libanesischen Hisbollah-Miliz vor, die Polisario-Kämpfer zu trainieren, mit Geld- und Waffenlieferungen zu unterstützen und Marokko so zu destabilisieren. Die Polisario kämpft für eine Unabhängigkeit der Region Westsahara. Marokko erhebt Anspruch auf die frühere spanische Kolonie und kontrolliert die westlichen 2/3 des Gebietes. Das Hinterland ist in der Hand der Polisario, die die Unabhängigkeit der gesamten Region fordert. Seit 1991 gilt offiziell ein Waffenstillstand zwischen beiden Seiten.